Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Super Mario Galaxy 2 weiter. Wir befinden uns immer noch in Welt 6 und sind hier gut vorangekommen? Keine Ahnung. Wo geht's hier eigentlich weiter? Ist das... Nee, Moment. Ist das das eigentliche... Hier geht's zum... Hier geht's zum Finale. Da will ich doch noch gar nicht hin. Oder doch? Oder nein? Oder... Oh. Nein! Gut, es ist an der Zeit für das... Nein, ist es nicht. Ich war noch nicht mal... Och. Ernsthaft. Spiel. Spiel, warum tust du mir das an? Ich verstehe nicht, Spiel. Ah, okay, also das große Finale. Gut, es ist an der Zeit für das große Finale, Steuermann. Yay. Irgendwo dort drinnen. Ja. Dort wartet deine Prinzessin auf niemand anderen als dich. Naja, das... Also, ich glaube, Peach würde sich auch freuen, wenn sie von irgendjemand anderem gerettet werden würde. Würde mir dann zumindest so gehen. Es wäre mir ziemlich egal, wer mich retten würde. Hauptsache, ich wäre gerettet. So geht's einem doch dann eigentlich in einer Notsituation. Oder will Peach dann irgendwie sagen, nee, du bist nicht Mario. Ich will nicht von dir gerettet werden. Geh wieder weg, husch, husch. Und dann schluckt sie selber den Schlüssel für ihren Käfig runter oder so, nur um nicht gerettet werden zu müssen. Aber, ne. Was für eine Überraschung, ein Komet! Sieht fast so aus, als ob er nicht nur Powersterne verspeist hat. Der Komet sah eher aus wie ein großes Ei. Aber naja. Hm. Auweia, der Unhold scheint noch mächtiger werden zu wollen. Halte den Unhold auf, bevor er alles in seinem Weg dem Erdboden gleich macht. Ist es nicht ein bisschen seltsam, im Weltall von Erdboden zu sprechen? Naja, also raus mit dir. Zeig, was du drauf hast. It's me, Mario. Wuhu. Ach so, jetzt kann ich mich doch noch entscheiden. Haha, gehe ich da jetzt rein oder gehe ich da jetzt nicht rein? Eigentlich wäre es total egal, oder? Weil ich ja im Endeffekt schon weiß, dass es hier noch weitergeht. Bowsers Galaxiengenerator. Ach komm, wir gehen da jetzt rein. So, was soll's. So, heute mal ein bisschen was schaffen. Und so weiter und so fort. Hm, Bowsers uneinnehmbare Festung. Das halte ich für ein Gerücht. Denn ich werde beweisen, dass sie sehr wohl einnehmbar ist. Und vielleicht auch annehmbar. Und ein paar andere Dinge ist sie vielleicht auch noch. Gut, okay. Sieht knuffig aus. Sah knuffig aus. Bis dahin. So ein bisschen was Hammerbruder-mäßiges und so. Das sieht sie wiederum eher so aus, wie als ob das ein Minigolfplatz wäre. Hallo? Du bist so mutig, Mario. Kämpfst unermüdlich, um die dir kostbare Person zu retten. Pass gut auf dich auf und lass dich nicht unterkriegen. Ich finde es immer so schön, diese blumigen Umschreibungen. Der Unhold, die dir kostbare Person. Hier entlang. Nö, ich gehe hier lang. Edgy Badge. Ha, verarscht. Die dir kostbare Person. Hat ein bisschen was von, du weißt schon wer aus Harry Potter. Aber vielleicht sehe ich das auch irgendwie verkehrt. So, ich möchte... Ja, genau. Mhm, hier entlang. Ja, ja, das hat gut funktioniert. Du machst das schon. Ja, das glaube ich auch. Sah doch bis hierhin schon mal ganz gut aus. Okay, so, was seid ihr für kleine, süße Knuffis? Ihr seid ganz normale Hammerbrüder, die mir ein ganz klein bisschen im Weg herumstehen, andeutungsweise. Oh, was zum Teufel. Coole Wirbelattacke. Beide Hämmer damit einfach mal zerschmettert. Muss mir auch erstmal eine nachmachen. Blups. Das soll sich mal, also, das hätte sich mal 8-Bit-Mario angewöhnen müssen. Ich habe die Hammerbrüder damals auf dem NES gehasst, wie die Pest. Waren so ziemlich die allerschlimmsten Gegner für mich. Natürlich eigentlich verhältnismäßig einfach auszurechnen, wenn man mal ehrlich sein will. Aber irgendwie dann halt auch nicht. Ich fand's echt... Hilfe? 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 Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ach so. Ach so, irgendwann gehen einem die Pusteblumen aus. Wulle, 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 wu. Okay. Schön gemacht. Oh, wow. Das war ein bisschen knapp und doof, aber egal. Wirbelbohrer-Action. Yay. Kommen jetzt hier nochmal die ganzen, wow, Fertigkeiten zum Einsatz? Oder war das jetzt blanker Zufall, dass ich den Wirbelbohrer quasi gesehen hier an der Stelle bekommen habe? Oh, 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 oh. Moment, das ist doof. Ich muss laufen. Ich muss laufen und schnell machen. Ich muss laufen und schnell machen und dann einfach nur hier hingehen.
Hier muss auch irgendwie hier muss auch irgendwo wieder eine Kometenmünze sein, oder? Würde ich ja eigentlich fast von ausgehen. Mal sehen, ob sie meinem formvollendeten Auge verborgen bleiben wird. Oder ob ich sie tatsächlich finden werde. Man darf diesbezüglich gespannt sein. Ist es irgendwie, es wirkte gerade so, als wäre es verhältnismäßig einfach, an dem ollen Banzai-Bill vorbeizugehen. Vielleicht täuscht das aber auch. Wo geht's denn hier lang? Aha! Ein unermüdlich geheimes Geheimnis gefunden, das unermüdlicherweise sich irgendwie von mir versteckt hat. Fand ich jetzt schön. Gut. Nett. Kleines süßes Extra-Leben eingeheimst. Kann man durchaus mal so haben. Und so nehmen. Und so mitnehmen. Finde ich toll. Gut. Bis hierhin alles Business as usual. Gar nicht mal so kompliziert oder doof oder wie auch immer. Ah, ein kleiner 2D-Abschnitt. Mit Knochen trocken. Yay. Warum bist du nicht mehr so ein cooler Fahrer in Mario Kart? Ich weiß es nicht. Ach, irgendwie. Damals bei Mario Kart DS. Du warst mein absoluter Liebling. Du warst der beste Knochentrocken, den man sich vorstellen konnte. Irgendwie so. Und danach, leider, massiv abgebaut. Was natürlich daran liegt, dass die Leichtgewichte so unfassbar benachteiligt werden mittlerweile. In dem Mario Kart Spiel. Aber na gut. Vielleicht stelle ich mich da diesbezüglich auch ein bisschen zu sehr an. Und im Endeffekt ist es vielleicht auch immer noch ein bisschen Geschmackssache, ne? Wenn man trotzdem mit einem Leichtgewicht unterwegs sein möchte, dann kann man das ja sicherlich auch irgendwie tun. Ich habe vor kurzem ein Bild auf Twitter gesehen, wo jemand... Oh, Wölkchenpower! Wo jemand so einen japanischen Nintendo-Screen eingeblendet hat oder so, der zeigen sollte, dass Nintendo an neuen Flup. Ah, coole Sache. Dass Nintendo an neuen Add-ons, DLCs, wie auch immer, für Mario Kart 8 gearbeitet hat oder arbeitet oder wie auch immer. Stellte sich allerdings schnell heraus, dass das Ganze nur ein Fake war. Leider. Also, was heißt leider? Die Idee, ja, ich hätte schon Lust auf neue Mario Kart DLCs. Glaube aber irgendwie nicht, dass da noch welche dran gekommen werden. Weiß nicht, ist nur so ein Gefühl. Rette die dir kostbare Person und stelle sicher, dass du wohlbehalten zurückkommst. Ja, als ob das jetzt... Wir glauben an dich. Als ob das jetzt ein großartiges Hindernis wäre. Hm, natürlich komme ich unbeschadet wieder. Wir befinden uns hier nicht irgendwie in einer kruden, was auch immer Geschichte, in der der Held dann zum Schluss stirbt. Das passiert in allen möglichen Spielen, aber sicherlich nicht in einem Nintendo-Spiel. Ups. Au. Oh. Obwohl Nintendo-Spiel... da habe ich mir jetzt weit aus dem Fenster gelehnt. Könnte durchaus sein, dass es irgendwie auch bei Nintendo-Spielen ab und zu mal vorkommt. Selten zwar, aber ab und zu. Und... Aber richtig dran erinnern tue ich mich jetzt nicht. In jedem Fall kein... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Flup. In jedem Fall... Wo gehe ich da jetzt hin? Scheiße, wo gehe ich lang? Hinten lang oder vorne lang? Oder... Ha, man weiß es nicht. Eigentlich müsste man mal gucken. So, Moment. Ja. Dass da hinten mal nur für ein dämliches Extra-Leben. Wow. Oh Gott. Hallo, ihr habt mir meinen Yoshi weggenommen. Oh Gott. Nein, hobel du Yoshi. Hobel du. Okay. Ist mir egal. Erstmal die ollen Boomerang-Brüder platt machen, bevor die auf die Idee kommen, mir noch weiter die Tür zu versauen. Hey, oi Yoshi, ich wollte dich gerade wiederholen. Komm her, mein kleiner süßer Yoshi. Ja, mein kleiner süßer Yoshi-Fratz, ich brauche dich ganz dringend. Ich vermisse immer noch die Kometenmünze ganz arg doll. Ob ich sie jemals finden werde? Man weiß es nicht. Das hier sieht cool aus. Wenn ich das jetzt direkt noch beim allerersten Mal schaffen würde, wäre es noch cooler. Wow. Und es hat tatsächlich geklappt. Es ist mir gewissermaßen geglückt. So, Kamek. Na? Was möchtest du mir sagen? Mit deiner frechen, frivolen Art. Möchtest du mir etwa sagen, dass ich hier nicht erwünscht bin, oder wie? Das kann ich ja mal überhaupt nicht verknusen. Oh. Das fand ich jetzt irgendwie... Wow.
Toll. Wow. Hilfe. Ja, cool. Das wäre ihre Kometenmünze gewesen. Hm, super. Ja. Geht's hier jetzt überhaupt weiter? Hilfe. Irgendwie nicht, ne? Oder irgendwie doch? Ja, nein, vielleicht. Doch, es geht weiter. Irgendwas hätte man doch da... aber mit Yoshi noch machen können. Ich bin sehr irritiert. Ich finde es vor allem sehr schade, dass ich es jetzt nicht direkt beim ersten Mal komplett geschafft habe. Ach, wir werden in so viele Welten nochmal reingehen müssen. Ist es nicht ein Spaß, ein wonniglicher Genuss, das Ganze sich nochmal anzugucken? Ich hoffe ja irgendwie schon. Wir können nicht weiter. Bitte, wir zählen auf dich, Mario. Mopopo. Wir vertrauen auf dich, dass du den Unhold besiegen kannst, Mario. Enttäusch uns nicht. Nein, nein. Alles schon in Ordnung. Ich kümmere mich drum. Coole Steinstatue, Bowser. Und schon wieder die Frage, wer hat diese ganzen Steinstatuen gezimmert, hätte ich jetzt fast gesagt. Gehauen. Also Steinhauer. So, Beruf halt, ne? Könnte man ja andeutungsweise so annehmen. So, dann machen wir einmal mal so. Und warten auf die nächste Kugel des Glücks. Und dann machen wir mal so. Ach ja. Das Ganze wird wahrscheinlich jetzt auch im Endgegnerkampf wieder stattfinden, oder? So goldene Kugeln nach Bowser schießen oder so. Die Bowser-Kämpfe in dem Spiel, ich mag sie nicht sonderlich, weil sie unnötig kompliziert sind. Nicht mal kompliziert, aber sie sind doof. Was soll's? Ja, wann gibst du endlich auf? Ein für alle Mal, hör mir gut zu. Ich werde mein neues galaktisches Königreich mit Peach an meiner Seite regieren. Es wird ewig halten. Deshalb schon, naja. Also, egal. Also tu mir einen Gefallen und such dir eine grüne Klempnerröhre, in der du dich für immer verkriechen kannst. Naja, die Idee ist nett, aber irgendwie auch nicht. Oh, hallo Peachy. Du bist in einer Blubbelblase. Die Idee finde ich cool. Kann sie jetzt für immer in so einer Blubbelblase sein? Irgendwie wäre das voll lustig. Mario, ich bin ziemlich beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit, mich mit dir zu beschäftigen. Also lass es uns schnell hinter uns bringen. Schnell hinter uns bringen. Das war eine vollkommen dämliche Betonung meinerseits. Egal. So, ich bin viel größer als du. Dab, dab, dab. Das ist cool, Bowser. Nutzt dir aber trotzdem nichts. Denn ich werde dich natürlich vernichten. Mit meiner gewaltigen Mario-Manneskraft, die da irgendwo vorhanden ist. So machst du das jetzt also, ja? Das ist ja schon ein bisschen ekelhaft, wenn ich mir das so angucke. Interessant. Au, ach, ich habe vergessen, dass es Schockwellen sind. Interessant, aber ekelhaft. Oh Gott! So, ja, und... was? Wie jetzt? Ich... Hab ich ihn nicht? Ich dachte eigentlich, dass ich ihn gehabt hätte. Das wäre der Plan gewesen. Ich habe ihn wahrscheinlich, altbekannter Fehler. Ich hatte ihn zu spät getroffen, oder? Das wird sein. Nach einer gewissen Zeit erholt er sich ja. Oh Gott! Wie fliegen die Dinger denn bitte schön? Das ist ja ekelhaft. Uxa! Bam! Zwei Treffer direkt hintereinander! So. So long, Bowser. Okay. Jetzt ist er bedient. Jetzt möchte er es so richtig wissen. Ich hätte die Münze dort einsammeln sollen. Das wäre sehr viel schöner gewesen. Altbekannte Taktik oder ändert sich jetzt irgendwas? Nö, altbekannte Taktik, so scheint es. Ups. Oh Gott! Altbekannte Taktik! Hilfe, es ist zu heiß! Ich möchte hier weggehen. Ich möchte hier ganz dringend weggehen und... Ach, ja. Ich hatte die Hoffnung, dass er das eine da nicht direkt kaputt machen würde, aber okay, es war ein Quatsch. So. Ist kein Problem. Vor seinem Flammenwurf der Verdammnis, der jedwedes Glurak vor Neid erblassen lassen würde, vor dem kann ich mich ziemlich gut und sicher in Sicherheit bringen. Wow, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Treffer zählen wird. Die goldene Kugel des Glücks ist da einfach hindurchgegangen.
durch die andere goldene Kugel des Glücks. Das war, wie gesagt, so nicht vorauszusehen. Und das hier, ja, könnte nicht gut gewesen sein. Ach, verdammt. Ich hätte noch ein bisschen weiter da entlang gehen müssen. Aber das ging sich da leider nicht aus. Blöderweise. Aber egal. Okay. Nö, ist kein Ding. Es ist zwar ein bisschen anstrengend. Ganz einfach, weil er schneller geworden ist. Aber ansonsten verhältnismäßig einfach. Hoppla. Armer kleiner Bowser-Butzi. Da ist er. Da geht er von dannen. Und von hinnen. Und woanders sicherlich auch noch hin. Ah. Okay. Also auch wenn ich gesagt habe, dass ich Bowser-Kämpfe in diesem Spiel nicht mag. Aber ich glaube, das war so ziemlich einer der einfachsten End-Bowser-Kämpfe, die ich jeweils in einem Mario-Spiel spielen durfte. Okay. So. Okay. Es war noch nicht vorbei. Oder? Warum hast du einen Powerstern gefressen? Jetzt mal ganz ernsthaft. Das müsste dir doch auch selber einleuchten, dass es eine echt dumme Idee ist. Weißt du was, Mario? Die Zeit des Aufatmens ist gekommen. Das Ende ist nah. Dein Ende. Okay. Hilfe? Nein! Was soll ich tun? Ah, das soll ich tun. Hui, ja, das hat ja super gut funktioniert. Genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Ja. Okay. Alles eine Frage des Zielens. Des Zielens. Lups, ja. Oh oh. Das macht man so lange, bis man zu nah dran ist, ne? Ja, bis man zu nah dran ist. Oh, scheiße. So, komm, triff jetzt endlich. Dankeschön. Wow. Mach mir hier nicht... Mach mir hier nicht das Leben unnötig schwer. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wow! Wow! Okay. Warum auch immer das funktioniert hat, habe ich es nicht wirklich begriffen und verstanden. Aber egal. Na gut. Ja. Meine Macht. Verschwunden. Mein Imperium. Zerstört. So schnell ist ein Imperium nicht zerstört. Das wissen wir spätestens seit Star Wars 7. Das noch bald in die Kinos kommt, aber egal. Wir wissen daher jedenfalls, dass das Imperium auch nicht vollständig verschwunden war. Nur weil der Imperator und Darth Vader plötzlich für die Tonne waren. Nee, da waren nämlich dann noch genug andere Leute, die dieselben Ideen dann weitergetragen haben und wahrscheinlich verfeinert haben und wie auch immer. Also im Endeffekt, so schnell geht das nicht, Bowser. Keine Sorge. Wo du warst, da können noch ganz viele nachkommen. Im Endeffekt. Worüber rede ich hier? Egal. Mein Schokokuchen. Niemals gebacken. Er kennt seine Prioritäten. Kein Schokokuchen. Nicht der Schokokuchen. Nein. Tue uns dies doch nicht an. Naja. Way. Yay. Wie hält sie sich da fest? Also außer, ja, Handschuh ist irgendwie magnetisch und sie klebt quasi an dem Powerstern. Aber okay. Na gut. Flup, flup, flup. Hi Peach. Na Schnecke? Hast du schon was vor heute? Oder so? Mein Held! Yay! Okay. Das wusste ich nicht, dass das geht. Boinki, boinki, boinki. Okay. Ich hätte eher... Mein Held! Ich hätte damit gerechnet, dass das nicht funktioniert. Aber okay. Boom! Sie, also ihre Krone ist stabil, das muss man mal durchaus so sagen. Na gut. Nehme ich dann so hin. Peach freut sich immer noch, finde ich gut. Ja. Die dumme Nuss, aber da hat sie wenigstens jetzt mal ihr Fett wegbekommen. Jetzt mal ganz ernsthaft.
Wie oft hat man sich denn schon gewünscht, dass man der Ollen mal eine links, eine rechts und so, damit sie zur Besinnung kommt? Nicht, dass ich Gewalt präferiere oder irgendwie jetzt irgendwie dazu anstiften möchte. Aber ab und zu da... Es ist, glaube ich, legitim, wenn man mal so einen Gedanken hat. Nein, ist es nicht. Egal. So. Oh, schau mal. Ich habe nur von den Gedanken gesprochen. Passt schon. Yay! Irksen, Hirksen, Abedabavu. Ja, genau das hat er gesagt. Ich habe immer gewusst, dass wir uns wiedersehen würden. Ach so. Die Olle. Mama. Was war ich die ganze Zeit? Nicht die Mama, nicht die Mama. Ich bin Rosalina. Meine Aufgabe ist es, über den Kosmos zu wachen und ihn zu beschützen. Na, das ist dir ja verdammt gut gelungen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe lange auf euch gewartet. Dieser riesige Unhold hat sich unserer Powersterne bemächtigt. Und er hat mich auf gemeinste Art von meinem kostbaren Baby Luma getrennt. Ich war mir jedoch sicher, dass es ihm gut ergehen würde, weil ich dir vertraut habe, lalala. Außerdem hatte ich mal so ein bisschen Zeit für mich und so. Endlich war das Baby mal außer Haus, boah, und ich konnte wieder die ganzen Frauendinge machen, die man mit Baby halt nicht mehr machen kann. Wie, weiß nicht was. Losgelöst von Raum und Zeit, von einer geheimen Macht angetrieben, bist du, mutiger Raumfahrer, durch die Weiten des Universums gereist. Ich wusste, dass du die Kraft in dir trägst. Ja, ja. Du warst fest entschlossen, deine Prinzessin aus den Fängen des Unholds zu befreien. Es war diese Kraft deiner Entschlossenheit, die dich hierher geführt hat. Dass wir hier wohlbehalten aufeinandertreffen, ist ein wahres Wunder. Ich denke, sie hat mir vertraut. Also, es ist doch eigentlich dann doch kein Wunder. Lass uns der Kraft der Sterne dafür danken. Ja, und meinen Fähigkeiten bitteschön. Mario, danke, dass du meinen Baby-Luma nach Hause geleitet hast. Ich werde dich niemals vergessen. Auch wenn ich eines Tages ein Stern sein werde, werde ich dich niemals vergessen, Mario. Niemals, das werde ich nicht vergessen. Jetzt gib mir endlich meine Mütze wieder. Mütze wieder. Gib mir Mütze wieder. Ich will meine Mütze. Mütze. Der hat einfach meine Mütze geklaut. Wow. Mögen die Sterne auf dich leuchten. Schlimmer als der schlimmste Fanboy. Irgendwie, ja. Da zuppeln sie einmal ganz kurz an dir rum und dann im nächsten Moment stehst du komplett nackt da. Weil sie deine gesamten Klamotten vom Leib gerissen haben. Wie rührend. Der besondere Luma hat zurück zu der ihm kostbaren Person gefunden. Mütze. Hi. Aber auch du, mein Freund, ist es nicht so? Yay. Hallo. Alles klar, ihr zwei. Es ist höchste Zeit, zu eurem Heimatplaneten zurückzukehren. Yay. Mütze. Naja. Gut. Aufgetankt. Und... ja, ab nach Hause. Ohne Pause. Und das war das Ende von Super Mario Galaxy 2. So scheint es zumindest. Super Mario Galaxy 2. Ein Spiel von Nintendo für eine Nintendo-Konsole. Erhältlich für Wii oder als Download-Version auch für Wii U. So, ja, und das ist der Abspann von Super Mario Galaxy 2. Heute mal ein längerer Part, aber egal. Ich glaube, das ist beim Finale dann einigermaßen angemessen. Wobei das ja jetzt eigentlich auch nur bedingt stimmt, denn mein Let's Play soll ja eigentlich noch ganz lange weitergehen. Obwohl, ja, also prinzipiell, ich könnte jetzt auch alles zurücknehmen und zu sagen, nee, nach dem Abspann... es reicht mir jetzt, also irgendwie, da können wir jetzt auch irgendwie Pause machen oder so, ne? Also, wäre auch eine Maßnahme,
Weiß nicht, ob die meisten von euch damit einverstanden wären oder nicht. Ich glaube ja irgendwie, dass zumindest ein paar Leute doch ganz gerne auch sehen wollen würden. Ich dachte, ich darf jetzt Peach spielen. Ich glaube, dass ein paar von euch dann doch irgendwie auch ganz gerne sehen würden, wie das Spiel noch so weitergeht und was man hier in diesem Spiel alles noch machen kann. Denn scheinbar habe ich es ja wirklich noch gar nicht so richtig ausgereizt. Da fehlt noch eine ganze Menge, was man so erledigen könnte. Knappe 90 Sterne oder so haben wir. Das ist halt echt nicht viel. Wenn man bedenkt, dass es insgesamt so um die 240 Sterne oder so geben soll. Und ich bin echt noch gespannt, was für bekloppte Aufgaben auf mich warten werden, um auch nur andeutungsweise an diese 240 Sterne heranzukommen. Ich bin da sehr, sehr, sehr schlecht informiert, was das angeht. Und hoffe einfach mal auf das Beste. Nämlich, dass ich auch tatsächlich eine Chance haben werde, irgendwie diese, ja, diese Sterne zu erreichen. Wäre irgendwie ganz schön und nett. Kann ich? Nö. Doch, kann ich wohl. Hahaha. Ich will Früchte essen. Ich will ganz Früchte essen. Ich mag es ja, wenn man in Videospielen im Abspann noch ein bisschen was zu tun hat. Auf eine gewisse Art und Weise ist es schade, weil man so ja die Entwickler gar nicht mehr so richtig würdigen kann, die hier überall erwähnt werden. Wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Captain Toad, Captain... Oh, hallo Bowser. Flubbidi, Flip. Flip. Boinky, Boinky, Boinky. Na, das muss ich jetzt einfach mal gefallen lassen. Warum ist der Kröterich jetzt auf einmal so klein? Selbst wenn ihm die Power der Sterne fehlt, also er müsste ungefähr trotzdem noch, naja, doppelt bzw. fast dreifach so groß sein wie meine Wenigkeit. So nach Smash Brothers Maßstäben. Naja, nach Smash Brothers Maßstäben vielleicht doppelt so groß, aber dreimal so breit. Jo. Bis hierhin, dann also wirklich ein schönes Abenteuer verlebt. Ihr merkt, ich verzichte irgendwie auch großartig darauf, jetzt eigentlich was zum Spiel zu sagen, so wie ich es eigentlich immer zum Abschluss eines Let's Plays vollziehe. Weil ich ja wirklich noch nicht durch bin mit dem Ganzen. Bis hierhin war es jedenfalls ein grundsolides Mario-Spiel. Ich bin immer noch nicht... Ja, kein Problem. Charles Martini, haha. Ich bin immer noch nicht sicher, was ich von den Galaxy-Teilen tatsächlich halten soll. Ein Weltentor zur legendären Welt S hat sich geöffnet. Für viele Leute... Die Nachricht wurde an die Wii-Pinwand geheftet, schön. Für viele Leute sind die Galaxy-Spiele von Mario ja irgendwie der heilige, perfekte Gral oder so. Das Nonplusultra, was man an 3D-Mario-Spielen spielen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das genauso sehen soll. Aber naja. Du bist zurück? Ich meine natürlich, hey, ich wusste doch, dass du das schaffst. Habe ich doch immer gesagt. Ich sehe schon, dass du noch nicht genug hast, sonst hättest du nicht diesen Schimmer in deinen Augen. Ziehen wir also weiter. Da draußen sind noch einige Powersterne verborgen, Steuermann. Yay, mehr Powersterne. Yay, mehr Post. Mario, ein Brief, Schnups. Herzlichen Glückwunsch, du hast schon einige Powersterne gefunden. Ich bin bereit mitzumachen. Wenn du mit mir tauschen möchtest, halte nach dem L auf dem Raumschiff Ausschau. Dann übernehme ich dein Luigi. Cool. Also dann, bis zum nächsten Mal. Aber ich glaube, mir wurde schon mehrmals gesagt, dass ich gar nicht mit Luigi spielen muss, um das Spiel weiter zu komplettieren. Na gut. Wie es jetzt hier aber tatsächlich weitergeht mit Mario Galaxy 2, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, wenn es weitergeht. Mit Mario Galaxy 2. Wäre zumindest ganz schön und nett. Uns stehen noch viele, viele Abenteuer bevor. Und es wird ganz, ganz toll werden. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Für den Moment sage ich dann erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.